unterwegs nach Passau, wo die größte Domorgel der Welt steht und auch gebaut wurde. In der Orgelbauwerkstatt Eisenbart. Gut, dann machen wir jetzt den 16-Footer. Gut. Agathe Eisenbart ist die Chefin hier. Zusammen mit ihrem Team baut sie gerade die 5 Meter lange Prinzipal-Basspfeife aus Kiefernholz ein. Das tiefe C. Die Orgel wurde im Sauerland bestellt für die Basilika St. Clemens in Drolshagen. Jetzt ist der Saalaufbau, sozusagen die Generalprobe, nach einem Jahr Bauzeit. Passt. Das Finale. Das Finale, das aber bei einer Orgel natürlich erst der Anfang ist, weil dann beginnt ihr Leben, dann beginnt ihr Dasein als Musikinstrument. Im Orgelbau verbinden sich Musik und Architektur. Mit ihrem Mann Rudi Bauer und Werkstattmeister Erwin Tschibi plant Agathe Eisenbart die Orgel mit 31 Registern und fast 1900 Pfeifen. Alles wird am Computer millimetergenau berechnet. Agathes Großvater Ludwig Eisenbart gründet die Firma 1945. Allein im Bistum Passau baut das Unternehmen 40 Orgeln. Doch die Nachfrage in Deutschland sinkt. Daher liefert die Werkstatt heute in die ganze Welt. Nach Polen, China oder Usbekistan. Die Metallpfeifen gießen sie selber. Für Orgelbauer ungewöhnlich. Es braucht besonderes Know-how. Das ist wie bei der Marmelade. Man muss den Schaum abschätzen, in dem Fall die Verschmutzungen. Staub oder Werkstattdreck könnten Löcher in der Pfeife verursachen. Und dann muss die Temperatur stimmen. Exakte 233 Grad für die Legierung mit 45% Zinn und 55% Blei. Diese Mischung ergibt den weichen Klang der Pfeifen. Je mehr Zinn, umso härter der Klang. Es ist zu heiß, rinnt einem davon. Es ist zu kalt, er startet es zu schnell und man bekommt die Platte nicht zu Ende. Und die Sauberkeit des Materials ist dann, man sieht es mitunter beim Erkalten dann schon oder halt spätestens beim Aufrollen, am schlimmsten erst, wenn die Pfeife fertig ist. Wenn dann eben noch Verunreinigungen drinnen sind, dass das dann Risschen bildet in der Oberfläche und die Pfeife eventuell sogar gar nicht dicht wäre, dann kann sie nicht sprechen. Wenn die Platte abgekühlt ist, wird sie auf die 100 Jahre alte Walze gezogen. Der Elsässer Rudi Bauer hat sich auf das Pfeifenmachen spezialisiert. Was schwierig ist, muss am Ende die richtige Dicke. Wenn wir brauchen ein 1 mm Dicke, muss am Ende ganz genau überall 1 mm sein. Aus einer Platte fertigen sie 1 bis 12 Pfeifen für Drolshagen, je nach Größe. Rudi Bauer und Agathe Eisenbart haben sich bei der Ausbildung zum Orgelbaumeister in Straßburg kennengelernt. Die Arbeiten der Familie Eisenbart genießen Weltruf. Die Domorgel ist bekannt auch in Frankreich. Wir kennen jeder die Firma Eisenbart. Wir waren in der gleichen Schulklasse, im gleichen Jahrgang, Orgelbauschule. Und dann hat es halt gefunkt. Bei uns war es mal die Liebe. Hat nichts zu tun mit der Firma Eisenbart und so. Dennoch schweißt sie auch die Leidenschaft für das Orgelbauen zusammen. Dazu gehört auch wesentlich der Erhalt der Instrumente. Wie hier in der Wallfahrtskirche St. Achatius im Passauer Stadtteil Hals. Warum gehen wir jetzt zu St. Achatius? Also jetzt machen wir in Achatius den jährlichen Orgelservice, um zu schauen, ob die Folgen von dem großen Hochwasser, wo die Orgel 15 cm unter Wasser gestanden ist, keine Schäden mehr hinterlassen haben. Seit 1954 steht die an der Ilz gelegene Kirche immer wieder unter Wasser. 2002 der Friedhof. 2013 ruinieren die Fluten den Altar mit den wertvollen Reliquien. Sogar die 300 Jahre alte Orgel hoch oben auf der Empore wird nass. Anton Bogner, den 90-jährigen Organisten der Gemeinde, belastet das jedes Mal sehr. Wir haben schon gebannt um diese Orgel, denn diese Orgel ist ein Kleinod hochbarocker Orgelbaukunst. Probieren Sie es nochmal. Dann schauen wir mal, ob das passt. Ja. Das Hochwasser hatte den Leim aufgelöst und die Hölzer zerstört. Auch die gesamte Balkanlage mit den Dichtungen, den Lederpulpeten, musste erneuert werden.
Jetzt ist die Orgel auch wieder ohne Strom per Handzug bespielbar. Agathe Eisenbart und ihr Team haben dem Instrument neues Leben eingehaucht und damit auch ein Kulturgut und Denkmal gerettet. Auf allen Holzflächen auf den Pfeifen war überall Schimmel. Das hat man dann, wie die Orgel zerlegt wurde und zur Restauration in der Werkstatt war, alles gereinigt. Und es ist jetzt auch nichts nachgekommen. Das ist wirklich erfreulich guter Zustand. Das wird auch die Gottesdienstbesucher freuen. Zurück in der Werkstatt. Aus den gegossenen Pfeifen kommt am Anfang kein Ton. Doch Intonateur Cosmas Fruth bringt sie zum Klingen. Der erste Ton. Das Fußloch ist auch wesentlich, der Durchmesser von dem Fußloch, wie viel Wind das da reinkommt. Dann muss man die Länge festlegen von der Pfeife. Wir haben bei der Orgel jetzt so ein romantisches Klangbild eigentlich und da macht man das dann so, dass da so ein Ring stehen bleibt herum. Barocke Intonation, da war das direkt abgeschnitten dann und da gibt es halt auch verschiedenste Varianten. Danach wird an der Intonationslade weiter am Klang gefeilt. Schneller kommt. Also das Grobe wird mit der, Stimmrolle, mit der Zange gerollt, bis es dir passt. Das Feine, wenn es dann wirklich ums ganz Feine geht, wird dann nur mehr geklopft. Ein Schlag hin oder ein Schlag her. Martin Grunewitter stimmt die Pfeifen. Nach Gehör. Und so klingt eine Eisenbart-Orgel mit rund 18.000 Pfeifen im Passauer Dom. Als ihr Vater Wolfgang Anfang der 1980er Jahre die größte Domorgel der Welt baut, begleitet Agathe Eisenbart die Arbeiten als Kind mit neugierigen Blicken. Ja, und die Domorgel ist die Erinnerung vor allem auch, wenn die, wie die zum, in der Fertigstellung war, die Intonation, dass du da nächteweise mit dem Fliegeroberall, weil es heute so kalt war in der Kirche, dann herunten warst zum Stimmen. Natürlich sind mir die Finger kalt geworden im Winter. Das ist klar, gerade auf Ostern, mehr wie auf Weihnachten. Dass ich dann eine Hand in die Hosentaschen getan habe und die andere auf die Tasten und dann wieder gewechselt. Ein Meisterwerk, an dem seine Tochter gemessen wird. Endspurt für die Drolshagener Orgel. Der Spieltisch für den Organisten wird eingepasst. Aus edlem Nussbaum und zertifiziertem Tropenholz. Agathe Eisenbart muss aufpassen, bloß kein Kratzer. Schließlich ist jedes Instrument die Visitenkarte für das Familienunternehmen. Jede Orgel ist ein Kind des Hauses, das rausgeht. Das haben wir bald bei 400 Orgeln der Firma. Und dann auch immer wieder hinzukommen und die regelmäßig zu pflegen. Und dass die Leute vor Ort sagen, Mensch, da haben wir ein tolles Instrument, das ist eine Eisenbartorgel, die funktioniert, auf die ist Verlass. Die Orgel nennt man die Königin der Instrumente. Gedacht für die Ewigkeit. Thank you.